Und herzlich willkommen zu Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Sendung von der ARD Finanzredaktion vom Frankfurter Börsenparkett rund um die schönen Themen Wirtschaft, Politik und Geld. Wobei beim Blick auf die Wirtschaft, da wird einem ja immer etwas flau im Magen, denn die deutsche Wirtschaft schwächelt und hat den Blues. Und das schon seit geraumer Zeit. Und man rechnet ja damit, dass man sich in einer Rezession befinden könnte und dass die deutsche Wirtschaft auch in diesem Jahr wieder schrumpfen könnte. Und die aktuellen Daten, die da heute reingekommen sind, die geben durchaus Anlass zur Bestätigung dieser negativen Einschätzung. Gestern kamen die Industrieaufträge, die sind im Oktober um fast 6% eingebrochen im Jahresvergleich. Die Produktion entsprechend schwach, im Oktober ein Minus von 4,5%. Das heißt, die Schornsteine rauchen viel weniger, als sie rauchen müssten, um die Industrie wieder in Fahrt zu bringen. Von den harten Zahlen hin zu einer Einschätzung. Jetzt ist bei mir zu Gast Dr. Ulrich Kater. Er ist Chefvolkswirt bei der Dekabank. Also, es sieht relativ mau aus in der Industrie, im verarbeitenden Gewerbe, wie man so schön sagt. Wie kommt man aus dieser Misere wieder raus? Ja, wahrscheinlich darüber, dass man die großen Treiber dieser Probleme angeht. Wir haben in den Zahlen insbesondere zwei Schwerproblembereiche, Schwerpunkte der Probleme. Einmal die Automobilproduktion. Es sah vor einem Monat ein bisschen besser aus, weil ein paar mehr verkaufte Autos gemeldet wurden vom Automobilverband in Deutschland. Das hat sich aber alles wieder pulverisiert. Die Automobilproduktion ist sehr schwach. Das liegt teilweise an der Nachfrage, aber eben auch ganz stark an der Konkurrenzsituation in China und auch der Absatzsituation in China. Da ist der Wettbewerbsdruck zu hoch und die Stellung der deutschen Produzenten schlechter oder verschlechtert sich. Und das zeigt sich eben in den Zahlen. Der zweite Schwerpunktbereich ist alles, was mit Energie zu tun hat. Das haben wir jetzt gerade in den aktuellen Zahlen von heute Morgen auch wieder ganz deutlich gesehen. Die Energieproduktion selber ist auf einem fast Allzeittief. Wir sind 30% niedriger mit der Produktion von Energie als vor 4 Jahren. Und die Güter, die sehr stark mit Energie produziert werden, die sogenannten energieintensiven Güter, trifft es natürlich dann auch am meisten. Auch da haben wir fast historische Tiefstände erreicht. Das deutet darauf hin, dass eben die Energieproduktion in Deutschland ein großes Problem ist für die Teile, die darauf angewiesen sind. Und in der Industrie, da geht es ja um die Herstellung von Gütern, von Maschinen. Und da ist natürlich das Thema Energie ganz wesentlich. Also diese beiden Bereiche, Automobil, hier hat es natürlich auch zu tun mit dem Technologiewechsel und mit der ja auch etwas schwierigen Perspektive, die Automobilbauer hier in Europa bekommen haben. Und Energie, das heißt die mangelnde Fähigkeit, nach der Loslösung vom russischen Gas Alternativen zu schaffen, das sind die beiden Bereiche. Und die sieht man eben Monat für Monat in der Industrie. Sie passt sich an, aber auf einem niedrigeren Niveau. Sie passt sich an, das ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn gleichzeitig fällt auf beim Blick auf die Daten, dass der Dienstleistungsbereich im Oktober gewachsen ist. Verschiebt sich da was in der deutschen Wirtschaft weg von einer Industrienation vielleicht hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft? Ja, das ist feststellbar, wenngleich eben auch die Rückgänge, die man dann insgesamt mit der Industriesektor zusammenfasst, nicht aufgehalten werden können. Dadurch, dass die Dienstleistungsanteile im Industriebereich sich etwas erhöhen, das ist wohl richtig. Die Wertschöpfung ist auch nicht ganz so stark zurückgegangen wie die Produktion selber. Das bedeutet, dass die Firmen ein bisschen mehr selber machen gegenüber vor ein paar Jahren, wo sehr viel dann ausgelagert worden ist. Also da gibt es ein paar Mechanismen, die den Rückgang der Industrie etwas abdämpfen. Aber das ist nicht ausreichend, um nicht doch festzustellen, dass die Industrie schrumpft. Und die Frage Umbau zur Dienstleistungsgesellschaft ist sicherlich eine Folge daraus. Es ist ja so, dass am Arbeitsmarkt beispielsweise ja noch keine große
Problematik auftritt. Wir haben noch keinen starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen, obwohl Produktionen im Industriebereich zurückgehen. Natürlich wird das irgendwann damit einhergehen, dass die Menschen, die in der Industrie gearbeitet haben, langsam, je nachdem Qualifikationsmuster und so weiter, auch Richtung Dienstleistungssektoren gehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die Art der Jobs in der Industrie und in den Dienstleistungen doch sehr unterschiedlich sind. Die Industrie hat sehr hochproduktive Jobs, das heißt also auch Jobs mit hohem Einkommen. Und das ist im Dienstleistungsbereich nur teilweise so. Die Unterschiede im Dienstleistungsbereich zwischen Produktivität und damit auch Entlohnung sind wesentlich größer. Und deswegen ist das mit der Umbaurichtung Dienstleistungsgesellschaft so eine Sache. Dienstleistungen ja, dann wenn sie hochproduktiv sind. Und dafür müssen die Menschen dann eine gute Ausbildung haben, müssen dort arbeiten, wo die digitale Wandel stattfindet. Also an der vordersten Front der Dienstleistungsentwicklung, wogegen es sehr viele eher einfache Dienstleistungen gibt, die dann insgesamt eben nicht dazu beitragen, dass die Wirtschaft weiter wächst. Die Wirtschaft hat ja ein Problem damit, blickt etwas sorgenvoll natürlich in Richtung USA und die Zollpolitik von Donald Trump. Und es scheint Zeit zu sein, sich neue Märkte zu erschließen. Seit Jahren, Jahrzehnten verhandelt man mit dem lateinamerikanischen Handelsbündnis Mercosur, um ein Freihandelsabkommen zu schmieden. Das könnte heute beschlossen werden und hätte, schauen wir mal drauf, ganz immense Auswirkungen. 700 Millionen Menschen wären da betroffen insgesamt. Es wäre ein Abbau von Zöllen, den man da erwartet, und das Handelsvolumen insgesamt, das lag im vergangenen Jahr bei imposanten 110 Milliarden US-Dollar. Wie wichtig ist denn so ein Schulterschluss zwischen Lateinamerika und Europa? Das ist immens wichtig in einer Welt, die ja eher auseinanderdriftet und wo politische Risiken bei Ex-Handelspartnern, von denen man glaubte, dort liegt die Zukunft, also Stichwort China, wo eben diese Zukunft in Frage gestellt ist aufgrund der politischen Auseinanderdriftens der Welt. Und das ist eine sehr gute Nachricht, dass wir hier wieder ein Lebenszeichen für den Freihandel erleben. Denn da ist ja nicht viel gelaufen in den letzten Jahren, nachdem das große Freihandelsabkommen mit Nordamerika ja geplatzt ist. Und deswegen ist das eine sehr gute Botschaft, auch für die deutsche, auch die Industrie, eben neue Absatzmärkte zu erschließen. Das ist auch die Aufgabe der Europäischen Union, die Wirtschaft zu organisieren, und zwar so, dass man mehr machen kann innerhalb Europas, im Binnenmarkt und aber auch in der Welt. Das Abschließen von Freihandelsabkommen ist eine ganz wichtige Aufgabe der Europäischen Kommission, und der ist jetzt mal wieder nachgekommen. Es ist sehr schwierig, weil so viele Interessen, das hat man jetzt gerade auch in den Verhandlungen gesehen, so viele Interessen bei den vielen, vielen Mitgliedsländern vorhanden sind. Die Landwirtschaft stand ja sehr stark im Fokus, und gerade auch aus Frankreich kamen da sehr große Widersprüche. Deswegen ist es eine große Leistung und eine sehr gute Nachricht, dass dieser Schulterschluss mit einem auch sehr großen Markt jetzt geklappt hat. Vielen Dank. Das war Ulrich Kater, Chefvolkswirt von der DekaBank, zur Lage der deutschen Industrie und möglicherweise einigen Handelschancen, die sich bei neuen Handelsbündnissen ergeben. Danke für Ihren Besuch heute Morgen auf dem Frankfurter Börsenparkett. Ja, und so langsam zieht man hier einen Strich unter das Jahr. Und dann wird es relativ bald auch schon wieder Zeit, über Steuern nachzudenken und eine Steuererklärung. Das betrifft natürlich vor allen Dingen auch Anlegerinnen und Anleger, wenn sie denn Gewinne gemacht haben. Das dürfte in diesem Jahr nicht allzu schwer gewesen sein. Mir hat ein Steuerberater mal gesagt, es gibt keine Steuertricks, es gibt nur Gesetze und möglicherweise eine Auslegung von Gesetzen. Umso wichtiger ist es also, diese Gesetze zu kennen. Und rund um die Geldanlage kennt diese Gesetze ziemlich gut mein Kollege Andreas Braun. Herzlich willkommen. Hallo. Wir wollen mal schauen, wie man die Steuern vielleicht sogar ein Stück weit für sich absenken. Das unschöne Wort Steuervermeidung spielt da auch eine Rolle. Was kann man denn machen? Wie sind die steuerlichen Spielräume und Möglichkeiten? Ja, zumindest ganz legal ist es, den Sparerpauschbetrag zum Beispiel zu nutzen. Das ist ja ein Betrag, den jeder
zur Verfügung steht. 1.000 Euro pro Sparer oder Anleger pro Jahr, bei Verheirateten sogar 2.000 Euro. Das heißt, die ersten 1.000 bzw. 2.000 Euro an Kapitalerträgen sind steuerfrei. Das kann man jetzt zum Jahresende hin vielleicht ganz gut noch ein bisschen justieren, indem man eben die Freistellungsaufträge bei der Bank, da, dort, wo man sein Depot hat oder da, wo man Zinserträge erwartet, eben so einstellt, dass die eben direkt verrechnet werden können. Das heißt, die ersten 1.000 Euro sind eben immer steuerfrei. Und wenn man das nicht schafft oder nicht macht, dann sollte man es zumindest über die Steuererklärung sich wieder zurückholen. Also in dem Fall eine Steuererklärung machen, wenn Erträge angefallen sind. Das ist also die wichtigste Basis quasi. Und wenn dieser Pauschbetrag, dieser pauschale Steuerfreibetrag ausgeschöpft ist, dann werden Steuern fällig, oder für Zinsen, aber auch für Gewinne, die man zum Beispiel mit Aktien gemacht hat? Ja, dann schlägt die Abgeltungssteuer zu, also 25% plus Solidaritätszuschlag, den es ja dort immer noch gibt, und eben auch Kirchensteuer, wenn man in der Kirche ist. Dem entkommt man dann nicht mehr, wenn man zum Beispiel Zinserträge bei Tages- oder Festgeldkonten hat. Bei Fonds sieht es ein bisschen anders aus. Da gibt es immerhin diese Teilfreistellung. Wir haben das auch mal in der Grafik dargestellt, wie das funktioniert. Das liegt daran, dass im Sinne der Steuergerechtigkeit Fonds, die Steuern schon auf der Fondsebene abführen müssen, dann auf Anlegerebene entlastet werden. Und bei Aktienfonds haben wir eine Teilfreistellung von 30% zum Beispiel. Aktienfonds sind Fonds, die mindestens zur Hälfte in Aktien investieren. Bei Mischfonds immerhin noch 15%. Da ist die Mindestquote an Aktien 25%. Und bei Immobilienfonds haben wir sogar eine Teilfreistellung von 60%. Bei Fonds, die im Ausland investieren, überwiegend sogar 80%. Das heißt, dort werden die Steuern um 80% reduziert, und ich habe eben entsprechend niedrigere Belastung beim Verkauf, beim Realisieren von Kursgewinnen. Wir haben die Rentenfonds nochmal aufgeführt. Da ist es eben genauso wie bei Tagesgeld oder Festgeld. Leider keine Teilfreistellung, also die Abgeltungssteuer kommt dann voll zum Zug. Es dürfte natürlich hochgradiges Interesse daran bestehen, eben keine Steuern auf manche Gewinne zu entrichten. Es gibt aber solche Anlageklassen tatsächlich, wo keine Steuerpflicht besteht. Welche sind das? Ja, der Klassiker ist natürlich Gold. Keine Steuerpflicht kann man auch nicht sagen, aber es ist zumindest so, dass es dort eine Spekulationsfrist nach wie vor gibt, die wir bei Aktien ja auch in der Vergangenheit hatten. Also nach einem Jahr Haltedauer sind die Gewinne aus Goldkäufen steuerfrei. Voraussetzung ist allerdings, dass dieses Gold dann wirklich physisch gekauft wurde, also in Form von Münzen oder Barren. Oder man hat die Möglichkeit über sogenannte ETCs, das ist ein Wertpapier, das aber die physische Lieferung von Gold ermöglicht. Auch da sind die Gewinne nach einem Jahr steuerfrei. Und das ist quasi ein Relikt aus der Vergangenheit. Gold zählt eben nicht zur Kapitalanlage, so wie das Aktien oder zum Beispiel auch Fest- oder Tagesgeld ist. Jetzt ist ja eine Anlageklasse in aller Munde, das ist der Bitcoin, gestern erstmals über die Marke von $100.000 gesprungen. Wie sieht es da mit den Steuern aus? Da haben sich ja einige Leute eine goldene Nase verdient, andere eine blutige Nase, aber ja, viele eine goldene Nase. Ja, wer es geschafft hat, seine Bitcoin-Bestände wirklich zu halten, der kann, ähnlich wie bei Gold, nach einem Jahr Haltezeit diese Gewinne steuerfrei vereinnahmen. Also für Menschen, die seit langem dabei sind, ist das eine sehr lukrative Geschichte zurzeit, das zu verkaufen. Die Steuerberater haben auch einen Ansturm verzeichnet in den vergangenen Wochen von Kunden, die wissen wollen, wie gehe ich denn mit meinem Gewinn bei Bitcoin um. Aber die Regelung ist eben genau wie bei Gold, nach einem Jahr steuerfrei. Wenn ich vorher verkaufe, dann habe ich eine gewisse Freigrenze, also von 1.000 Euro. Die ist auch steuerfrei innerhalb des Jahres, aber danach wird sozusagen der komplette Steuersatz, der Einkommensteuersatz in dem Fall fällig, also nicht der Abgeltungssteuersatz, sondern der persönliche Einkommensteuersatz. Und der Unterschied zwischen Freigrenze und Freibetrag ist eben, wenn ich nur 1 Euro mehr an Gewinn erziele mit Bitcoin oder auch Gold als diese 1.000 Euro, dann ist der komplette Betrag sozusagen mit der Steuer belegt und nicht nur das, was über die 1.000 Euro hinausgeht. Also da sollte man schon schauen, dass man da vielleicht drüber ist oder eben die Haltedauer einhält. Und genau wie bei Gold ist es bei Bitcoin auch so, dass man das physisch erwerben muss. Also es reicht nicht, ein Zertifikat zum Beispiel zu kaufen auf Bitcoin. Man muss wirklich die Coins dann auch in seinem Wallet haben und muss das auch dem Finanzamt nachweisen, Kauf- und Verkaufszeitpunkt. Eine virtuelle Währung physisch erwerben, das ist auch schön. Wie mache ich das denn insgesamt? Wie behalte ich da die Anlagen im Überblick? Wie gehe ich da vor?
Ja, bei Bitcoin ist es tatsächlich nicht so einfach, weil auch der Kauf von Gütern mit Bitcoin oder der Tausch von Bitcoin in andere Währungen zählt als Verkauf. Das heißt, man muss das dem Finanzamt schon genau nachweisen. Es gibt Tools im Internet, mit denen man auch Verkauf- und Kaufzeitpunkte festhalten kann. Das sollte man auf jeden Fall gut dokumentieren. Und dann ist bei der Steuererklärung eben die Anlage SO, also sonstige Einkünfte, relevant, sowohl für Gold als auch für Bitcoin, aber auch zum Beispiel für andere Wirtschaftsgüter wie Kunst oder Oldtimer. Auch die, für die gelten dieselben Regeln wie für Gold und Bitcoin. Aber Nachweis ist eben sehr wichtig dann. Man sollte sich gut informieren, bevor man da oder da zuschlägt. Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, die aber vielen Deutschen sehr am Herzen liegt. Das ist die Immobilie, sei es die vermietete oder die eigene. Wie sieht's da aus? Ja, ist ja für viele tatsächlich ein großer Teil ihrer Kapitalanlage, wenn man das so will. Die selbstbewohnte Immobilie ist nach wie vor steuerfrei, wenn man sie im Jahr des Verkaufs bewohnt hat und in den beiden Jahren vorher. Und die vermietete Immobilie, da gelten nach wie vor die Fristen wie bislang, nämlich 10 Jahre lang muss man Eigentümer sein, um auch dort, wenn es dann Gewinn gibt beim Verkauf, diesen Gewinn steuerfrei zu vereinnahmen. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit für Menschen mit langem Atem, durchaus steuerfreie Gewinne zu erzielen. Ja. Andreas Braun von der ARD Finanzredaktion, danke für diese Informationen, die Sie im Übrigen, wenn Sie möchten, noch einmal detailliert nachlesen können unter tagesschau.de. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zum Thema Steuern und Geldanlage oder einen Themenwunsch, dann wenden Sie sich gern an uns. Die E-Mail-Adresse ist finanzredaktion@ard.de. Da schauen wir rein und werden Ihre Themenanregungen gegebenenfalls aufgreifen. Ja, 20.000 Punkte, das hat der DAX geknackt. 100.000 Dollar, diese Marke hat der Bitcoin geknackt. Die Rekorde fallen also sozusagen im Dreivierteltakt hier aktuell an der Börse. Bleibt das so? Geht das so weiter? Das frage ich Jürgen Molnar, er ist Anlagestratege bei Robo Markets. Schönen guten Morgen, Herr Molnar. Ja, erstmal die 20.000 beim deutschen Aktienindex. Vor ein paar Jahren hätte man damit nicht gerechnet, oder? Natürlich nicht. Guten Morgen, Herr Wolf. Also wir hatten die 10.000 vor 10 Jahren, 2014. Jetzt haben wir die 20.000 gerissen. Es gab keinen Kuchen. Es gab, ich glaube, Muffins oder sowas. Ja. Also war eine schöne Geschichte. Aber man hätte schon bei so einem Ding eine schöne Torte rausholen können. Das war ja früher noch ein Parkett, dass tausenderweise die Torten kamen. Aber das war dann auch vorbei. Nein, wir sind jetzt im Moment in einem Overboarding. Die Rallye, die Hosse, das kennen Sie. Jeder will noch mit dabei sein. Keiner will verkaufen. Jeder hat Angst, so ein bisschen zu früh zu verkaufen. Und das ist im Moment die Gemengelage. Wir haben von der Charttechnik letzte Woche die 19.550 nach oben rausgenommen. Die war ganz wichtig. Und dann kommen die Algos, dann kommen Stop-Buy-Käufe. Dann müssen Shorties, also Leerverkäufer, ihre Aktien zurückkaufen. Und das sind die Treiber für die letzten Tage. Wir haben jetzt in 4-5 Handelstagen 4% gemacht, 22% dieses Jahr. Von November 22 bis jetzt haben wir von 12.000 auf 20.400. Das sind Rekorde. Natürlich kann es nicht so weitergehen. Aber im Moment ist es so, dass die Gemengelage sagt, wir können noch laufen, vielleicht bis zum 20. Januar. Warum? Wir haben natürlich die Jahresendrallye, in der wir uns gerade befinden. 20. Januar ist Amtseinführung von Donald Trump. Und bis dorthin sollte die Braut hübsch sein. Und dann schauen wir mal, was das Thema Zölle angeht. Sie haben es gesagt, das Ganze ist unter Umständen mit ungeheuer viel Technik zu tun. Und der Rechenschieber ist quasi immer mit dabei. Aber ganz platt gesagt ist es tatsächlich so, dass diese Aktienkäufe, die wir in den vergangenen Wochen gesehen haben, tatsächlich neue Käufe hinter sich herzieht, dass einfach die Herde weiter marschiert? Die Herde läuft weiter, vielleicht auch, weil sie unterinvestiert sind und weil vor allem die Skepsis sehr groß ist. Weil mich rufen täglich viele Leute an und sagen, Jürgen, warum ist der Aktienindex so hoch? Warum ist der DAX bei 20.000? Die Wirtschaft läuft doch nicht. Sie hatten es ja vorher besprochen. Doch, das Paradebeispiel ist Adidas. Adidas verdient 90% seiner Erträge im Ausland und die DAX-Werte zwischen 60%, 70% und 80%. Also kann man schon sagen, das passt dann auch, dem großen Bruder Dow Jones nachzulaufen. Also deutscher Aktienindex ist nicht wirklich die richtige Bezeichnung unter Umständen. Ne? Das ist wirklich richtig. Man sieht es ja dann im MDAX oder SDAX, wo dann wirklich die deutsche Wirtschaft dann auch stattfindet, die Geschäfte untereinander. Da läuft es natürlich nicht so, wie es jetzt beim großen Bruder läuft. Natürlich war diese Jagd auf 20.000 Punkte das beherrschende Thema
in dieser Woche. Deshalb auch gleich weiter gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Was haben Sie für die kommende Woche auf dem Radarschirm? Wo schauen Sie so kurz vor Weihnachten noch genauer hin? Es gibt drei Termine, Herr Wolf. Das eine ist der 12. Dezember. Das ist die EZB-Zinssenkung 0,25. Wird wahrscheinlich kommen. Dann der 18. Dezember, eine Senkung der FED, auch um 0,25. Das sind so 60-70%, dass es kommen wird. Und als letztes dann am 20. Dezember der große Verfall, der viermal stattfindet. Und dann werden die Bücher der Kapitalmarktsammelstellen geschlossen. Dann ist Schluss. Und dann sind nur noch Window-Dressing angesagt für die letzten paar Tage des Jahres. Und es war ein sehr gutes Börsenjahr. Auf alle Fälle, dieser große Verfallstermin, das ist ja der Termin, wo die großen Wetten auf Aktien und einzelne Indizes fällig werden. Steht zu befürchten, dass da einige Leute vielleicht nicht optimistisch genug waren bei ihren Wetten? Das glaube ich allerdings auch. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, was die nächsten Tage so bringen. Aber der große Verfall ist dann nochmal vielleicht eine Kehrtwende. Aber da treffen ja sehr, sehr hohe Umsätze aufeinander. Und dann muss man mal schauen, was dann passiert. Jetzt ist wahnsinnig viel Geld in die Aktienmärkte geflossen. Auch in der Wall Street fällt ein Rekord nach dem anderen. Leute, die sich damit auskennen, wie Sie, sprechen oftmals davon, der Markt sei überkauft. Das heißt, es ist viel zu viel drin. Frei übersetzt, da hat sich eine leichte Blase aufgepumpt. Wie lange kann das gut gehen? Das ist eine sehr gute Frage. Man sagt immer an der Börse, wenn Sie es vorhin genannt haben, Blatt, solange die Musik spielt, wird getanzt und die Musik spielt jetzt noch. Wir sind in einer leichten Blase, vielleicht schon bis mittleren Blase. Man muss einfach mal schauen, was jetzt das nächste Jahr bringt. Also Störfaktoren, Bremsfaktoren, Ukraine, Iran, Haushaltskrise, Frankreich. Im Moment nimmt es die Börse nur zur Kenntnis, aber sie reagiert nicht drauf. Also es bleibt im Moment the flow, the trend is your trend und die Hosse nährt die Hosse, da wiederhole ich mich gerne. Ein Ende ist im Moment nicht absehbar, aber so kann es natürlich nicht weitergehen. Und wenn es dann soweit ist, kann es denn gelingen, dass man wie beim Luftballon die Blase ganz leise, die Luft ganz leise entweichen lässt oder platzt das mit dem Knall irgendwann? Das ist auch wieder der berühmte Blick in die Glaskugel. Nein, das kann man nicht sagen. Ich hatte ja noch mal eine Idee, dass man sagt, schauen Sie sich an, der größte Investor der Welt, Warren Buffett, hat eine historisch hohe Cashquote und die meisten amerikanischen Fondsmanager sind knallhart investiert. Die haben nur noch eine Cashquote vielleicht von 3%. Und diese Bargeld, diese Reserve, da muss man natürlich jetzt, wer wird gewinnen? Nämlich das als Überschrift für das Jahr 2025, der Mann mit der meisten Erfahrung, 94 Jahre alt, oder das Momentum, was im Moment sagt, Aktien sind total gehypt und man darf nicht raus. Aber wenn Sie das so sagen, dass die Fondsgesellschaften, die Manager auch in den USA auf relativ niedrigen Bargeldbeständen sitzen, stellt sich ja gleich die Frage, wenn dann mal die Luft aus der Blase entweicht, wer kauft dann zu? Wer fängt die auf? Das ist genau die Frage, die ich mir dann auch stelle. Aber das interessiert im Moment niemanden. Aber das kommt irgendwann wieder aufs Tablett, wenn dann die Gemengelage dazu passt. Also im Moment wird das nicht, ich sag mal, in den Fokus rücken. Aber irgendwann im Laufe des nächsten Jahres mit Sicherheit. Es ist ja immer so die Geschichte, dass wir hin und her gerissen sind von diesem hektischen Tagesgeschäft hin zu den Ratschlägen. Man soll sich möglichst langfristig am Aktienmarkt orientieren. Die Geschichte hat gezeigt, langfristig geht es bergauf. Wie sehen Sie denn das kommende Jahr zum Beispiel bei allen Unsicherheiten? Oder ganz ketzerisch gefragt, wann fallen die 30.000? Dauert das wieder 10 Jahre? Naja, das geht auf jeden Fall schneller, wenn die nächsten 10.000 Punkte fallen, aber nicht in 10 Jahren. Aber ich will damit sagen, ich versuche jetzt gerade die nächsten Wochen und vielleicht Monate mir so ein schlüssiges Bild zu machen. Ich hatte es Ihnen ja gesagt, der 20. Januar, der nächste Treiber könnte dann der 23. Februar sein für die Wahlen in Deutschland. Was wird kommen? Vermutlich alle vermuten eine große Koalition. Geht es dann voran im Land? Das sind die Fragezeichen. Auf jeden Fall wird das Prinzip Hoffnung, Zinssenkungsfantasie auch noch ganz wichtig. Das wird noch die nächsten Wochen und Monate die Kurse wahrscheinlich treiben. Aber irgendwann wird man dann vielleicht in der Realität ankommen. Und dann schauen wir mal, Herr Wolf. Für den langfristigen Erfolg ist es also wichtig, auf sich zu fahren. Danke, dass Sie das für uns gemacht haben. Jürgen Mollner war das, Kapitalmarktstratege bei Robo Markets. Danke für Ihren Besuch hier auf dem Parkett. Ja, und wir entlassen Sie natürlich nicht ins Wochenende, ohne noch mal einen Blick auf die Märkte insgesamt zu werfen. In den USA hat es mehrheitlich leichte Verluste gegeben, 0,6% beim Dow Jones, die Technologiebörse Nasdaq mit 0,2% und auch der breit gestreute S&P
500 büßt 0,2% ein. An den asiatischen Märkten ein etwas anderes Bild. In Tokio verlieren die Kurse ein knappes Prozent. In Hongkong geht es dagegen um 1,5% bergan. Da haben die Kurse aber auch gewackelt in dieser Woche ein wenig. In Shanghai steigen die Kurse im Schnitt um 1%. Wie verabschiedet sich der deutsche Aktienindex nach dem Fabelrekord von 20.000 Punkten ins Wochenende? Ganz leicht unter der Wasseroberfläche, zumindest aktuell, verliert der DAX 4 Punkte derzeit, steht bei 20.358, nachdem er gestern ja noch einmal ein neues Rekordhoch markiert hatte. Das war's für heute und für diese Woche vom Update Wirtschaft. Weitere Informationen erhalten Sie natürlich bei den Kollegen im Internet unter www.tagesschau.de. Hier sei Ihnen die Wirtschafts- und Finanzseite natürlich ans Herz gelegt. Die Kolleginnen und Kollegen in den angeschlossenen Radiostationen haben ebenfalls Nachrichten und Hintergründe für Sie. Und hier im laufenden Programm geht's natürlich auch weiter mit Themen rund um Politik, Wirtschaft, Finanzen und Geld. Ihnen ein schönes Wochenende schon mal von dieser Stelle. Machen Sie es gut.